Welt liegt vor uns. Sie liegt uns zu Füßen. Und wir schauen weise auf sie hinab. Wir sind eine Generation. Generation Audio. Schönen guten Tag, liebe PlayStation-Freunde, und willkommen zu meinem Test zu Battle Chasers Night War. Das Ganze natürlich wieder für PlayStation Experience, das PlayStation 4 und High-End Magazin. Ihr wisst Bescheid, unten in der Beschreibung wieder sämtliche Links zum Magazin und natürlich auch der Link zum Testbeitrag. Zugegeben, der Test zu Battle Chasers Night War kommt ein bisschen spät, das hat allerdings auch Gründe, denn das Spiel hat es mir tatsächlich nicht leicht gemacht. Einerseits ist es ein fantastisches Spiel, andererseits hat es aber auch einige Probleme, die es wirklich etwas schwer gemacht haben, das Spiel fair zu bewerten. Aber alles der Reihe nach. Angefangen mit dem tollen animierten Intro, das schon mal jede Menge Bock auf mehr macht, zeigen sich schon die Menüs in dem Grafikstil, den wir letztendlich auch im Spiel zu sehen bekommen. Von daher zeigen die ersten Minuten schon mal so ziemlich genau das, was ich mir erhofft habe, nachdem ich das Spiel auf der Gamescom schon sehen durfte. Und es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Was das Gameplay angeht, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, Fans von klassischen RPGs, wie zum Beispiel den alten Final Fantasy Teilen, werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Das rundenbasierte Kampfsystem, bei dem taktisches Vorgehen weitaus besser ist als wildes Draufhauen, dürfte den Fans der Final Fantasy Teile auf jeden Fall bekannt sein, und von daher ist das schon mal ein wichtiges Gameplay-Element, das dieses Spiel so ein bisschen hervorhebt. Eine ganz kleine Besonderheit dabei ist, dass ihr die Gegner schon vor dem Starten des Encounters schädigen könnt oder ihnen einen Debuff verpassen könnt. So könnt ihr zum Beispiel dafür sorgen, dass der Gegner beim Start des Kampfes schon betäubt ist, wodurch ihr selbst im Kampf mehr Züge habt, bevor der Gegner an der Reihe ist. Das kann euch einen taktischen Vorteil verschaffen. Natürlich haben wir auch ein relativ klassisches Ausrüstungssystem, ganz normal mit Waffen, Rüstung, zwei Schmuckstücke und einem Accessoire, um eure Werte zu verbessern. Waffen können darüber hinaus allerdings über ein spezielles System enorm verbessert werden. Das Ganze sieht so aus, dass ihr in den Dungeons, zumindest wenn ihr sie auf dem mindestens zweiten Schwierigkeitsgrad spielt, magische Würfel finden könnt. In diese Würfel könnt ihr eure Waffe hineinlegen. Die ist dann erstmal weg aus eurem Inventar. Der Würfel erscheint allerdings irgendwo in diesem Dungeon an einer zufällig generierten Stelle erneut. Findet ihr diesen Würfel, könnt ihr eine verbesserte Version der Waffe dort rausnehmen. Daher auch eine kleine Empfehlung von mir: Nehmt die Waffen der Charaktere, die ihr nicht in eurer aktiven Gruppe habt, auf jeden Fall mit, also packt die Waffen in euer Inventar, denn auch diese Waffen könnt ihr verbessern. Und wenn ihr selbst mit den drei aktiven Charakteren zum Beispiel schon epische Waffen habt, also die lilanen, dann empfehle ich auf jeden Fall, andere Waffen mitzunehmen, denn lilane Waffen könnt ihr nicht in den Würfel platzieren, um sie noch weiter zu verstärken. Die lilanen Waffen sind nämlich, zumindest was die Möglichkeit mit diesem Würfel angeht, das Maximum, was ihr rausholen könnt. Dazu kommt, dass ihr auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den ihr für den Dungeon auswählen könnt, dieser Dungeon zurückgesetzt wird, sofern ihr sterbt. Das heißt, die Waffe, wenn ihr sie noch nicht aus dem Würfel rausgeholt habt, ist dann endgültig verloren. Das heißt, die Waffe ist weg. Dadurch bleibt immer so ein kleines bisschen eine gewisse Angst, ein gewisser Reiz dabei, wirklich vernünftig vorzugehen, vernünftig zu spielen, zumindest wenn ihr auf ungefähr dem Level spielt, das für den Dungeon vorgesehen ist. Das Charaktersystem kommt außerdem mit einer Möglichkeit, passive Verbesserungen für all eure Gruppenmitglieder zu bekommen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl von bestimmten Monstern legt. Kleines Beispiel: Wenn ihr zum Beispiel 100 Fledermäuse erledigt, bekommt ihr plus 1 auf den Wert Eile für alle Charaktere, ohne dass ihr dafür irgendwie ein Level braucht oder eben neue Ausrüstung besorgen müsst. Für jeden Gegner wird darüber hinaus auch gezählt, wie oft ihr diesen einen bestimmten Gegner tötet. Nach ein paar Kills könnt ihr dann nämlich auch erst sehen, wie viel HP der Gegner hat oder auch welchen Angriff er als nächstes im Kampf plant. Das gibt euch die Möglichkeit, den Kampf ein kleines bisschen zu planen, ein bisschen taktisch vorzugehen und euch darauf vorzubereiten, wie ihr auf den Angriff oder die Aktion des Gegners reagieren könnt. Aber wie gesagt, dazu muss der Gegner erst ein paar Mal erledigt werden, damit ihr sehen könnt, was er als nächstes vorhat.
Auch optisch ist Battle Chasers Night War ein kleines Highlight, vor allem aber durch den Grafikstil in diesem typischen Comic-Look aus der Hand von Joe Madureira, der auch die Vorlage in Form von Comics geliefert hat. Die stimmigen Landschaften, Charaktere, die Gegner, einfach alles, was in diesem Spiel optisch auf euch zukommt, wirkt, als wäre es ein wirklich absolut rundes Gesamtpaket. Beim Sound stechen vor allen Dingen die fantastischen Sprecher hervor. Man hört Stimmen, die man auch immer mal wieder in größeren Hollywood-Produktionen hört. Die Sprecher passen perfekt zu den Figuren und vermitteln auch durch das Spielen mit ihrer Stimme und der Stimmlage die absolut richtige Emotion, die der Charakter in diesem Moment in dem Dialog gerade hat. Dadurch wirkt das insgesamt einfach wahnsinnig authentisch und trägt unglaublich zur Atmosphäre bei, die natürlich für ein solches Spiel enorm wichtig ist. Bei all dem Lob ist es fast ein bisschen schmerzhaft, dass besonders technisch, das muss man leider so sagen, dieses Spiel eine mittlere Katastrophe ist. Seit es die PS4 gibt, sind alle meine Spiele zusammen nicht so oft abgestürzt wie Battle Chasers Night War. So Pi mal Daumen, über den Daumen gepeilt, hatte ich etwa alle 2 Stunden einen Absturz. Manchmal ging es auch schneller, manchmal ging es 1 Stunde länger gut. Aber ich konnte auf jeden Fall damit rechnen, dass während meiner Session wenigstens 2, 3 oder 4 Abstürze zusammenkommen. Und das war dann in der Regel auch immer so. Das macht das Spiel zwar insgesamt nicht unspielbar, aber es zehrt ganz enorm am Spielspaß und kostet unglaublich viele Nerven, weil es einen komplett aus diesem Abenteuer rausreißt und einfach wahnsinnig störend für das Spielgefühl und vor allen Dingen für die Atmosphäre ist. Was den Umfang angeht, bietet mir Battle Chasers Night War genau das, was ich mir von so einem Spiel wünsche. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis von Haupt- zu Nebenaufgaben. Es gibt viele kleine Nebenschauplätze und zu erkundende Geheimnisse, die einen lange genug beschäftigen, aber es ist nicht zu viel, sodass die Hauptstory immer noch präsent bleibt, trotz kleinerer Nebenaufgaben. Also hier stimmt das Verhältnis wirklich ganz genau so, wie ich mir das erwünsche. Auch die zufällig generierten Dungeons bieten immer mal wieder was Neues. Zum Beispiel verändern sich die Rätsel bei jedem Durchgang so ein kleines bisschen. Oder die Kombination der Räume ist eben völlig unterschiedlich, sodass das Vorgehen im Dungeon jedes Mal ein bisschen anders ist. Außerdem habt ihr 3 wählbare Schwierigkeitsgrade für die Dungeons. Das ermöglicht natürlich, wenn ihr in den höheren Schwierigkeitsgraden spielt, dass ihr eine bessere Ausrüstung bekommt. Auf dem letzten Schwierigkeitsgrad haben wir darüber hinaus auch noch die kleine Besonderheit, dass wenn ihr im Dungeon sterbt, der komplette Dungeon zurückgesetzt wird und ihr beim nächsten Betreten des Dungeons wieder einen völlig neu generierten Dungeon habt. Allerdings stellt sich, was den Umfang angeht, mit wachsender Spielzeit ein weiteres kleines Problem ein. Denn circa im letzten Drittel wird das Spiel etwas bis sogar teilweise sehr zäh. Das Problem entsteht dadurch, dass die Level und damit natürlich auch die Stärke der Gegner schneller ansteigt, als ihr selbst leveln könnt. Das heißt, bevor ihr die nächsten Hauptaufgaben wahrnehmen könnt, zum Beispiel im nächsten Dungeon, gilt es erstmal eine wirklich lange Zeit zu leveln und natürlich auch eure Charaktere neu auszurüsten. Das wird außerdem noch dadurch verstärkt, dass die Charaktere, die ihr nicht in eurer aktiven Gruppe habt, nicht im Hintergrund mitleveln. Das heißt, die müsst ihr wohl oder übel hinterherziehen. Dadurch verdoppelt sich praktisch die Zeit, die ihr braucht, bevor ihr ohne größere Probleme in den nächsten Dungeon gehen könnt. Das alles kostet Unmengen an Zeit, um sich auf die nächsten Dungeons und Quests vorzubereiten. Das hätte man hier eindeutig viel eleganter lösen können und vor allen Dingen spielerfreundlicher lösen können, wenn nicht sogar eher müssen. Damit sind wir eigentlich alle wichtigen Punkte durchgegangen. Ihr findet natürlich noch ein paar zusätzliche Informationen im Testbeitrag. Den verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Und damit kommen wir zum Fazit. Fans von klassischeren Rollenspielen, wie zum Beispiel den alten Final Fantasy Teilen, können hier eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Man hat hier einfach das Bekannte genommen, um ein paar Kleinigkeiten ergänzt. Das bringt etwas Frisches in das schon etwas angestaubte Genre. Spielerisch ist Battle Chasers Night War trotz einiger Schwächen zum Ende des Spiels ein wirklich tolles Rollenspiel. Optisch ist es mal was anderes und ein kleines Highlight zwischen den immer wieder ziemlich gleich wirkenden JRPGs oder generell zwischen den ganzen immer wieder ähnlich und gleich wirkenden RPGs. Und das Ganze könnte auch wirklich so wunderschön sein, wenn da nicht das Problem mit der Instabilität wäre, denn die macht zumindest technisch dieses Spiel zu einer mittleren Katastrophe. Wenn die Entwickler das noch mit Patches in den Griff bekommen, bekommen wir tatsächlich eins der wirklich schönsten Rollenspiele der letzten Jahre. Abschließend kann man sagen, trotz kleinerer spielerischer Schwächen, vor allem im letzten Drittel des Spiels und der derzeit wirklich katastrophalen Performance, kriegt das Spiel von mir 4 Sterne, die aussehen wie Xe. Diese 4 Sterne gibt's allerdings quasi unter Vorbehalt, denn den 4. muss sich der Entwickler erst noch mit der Verbesserung der Stabilität verdienen bzw. bestätigen. Aber ich bin da guter Dinge, dass sie das in den Griff bekommen,
Wir müssen nur ein kleines bisschen geduldig sein und dann kriegen wir tatsächlich auch das Spiel, das ich mir auch für euch wünsche. Und damit sind wir jetzt hier mit diesem kleinen Testvideo am Ende. Wenn ihr noch ein kleines bisschen mehr Material sehen wollt, dann müsst ihr noch einen Tag warten. Denn morgen gibt es nochmal eine Stunde Gameplay für das Spiel. Das verlinke ich euch dann natürlich auch nochmal nachträglich hier im Video und natürlich auch im Testbeitrag. Wenn ihr also ein kleines bisschen mehr zum Spiel sehen wollt, wo ich dann auch noch ein bisschen was Zusätzliches erkläre, das kommt morgen. Und damit bin ich jetzt am Ende. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich morgen im Gameplay-Video wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.